bitte sehr, die 3000 Euro, die Sie verlangen haben. Ja, ja, sehr gut. Der Motor ist brandneu, der Truck ist gut erhaltbar. Sie können ja mal fahren. Ich finde, es ist ein bisschen viel Geld für die alte Kiste. Das ist keine alte Kiste. Der ist brandneu. Oh ja, brandneu. 3000 Euro, eine Menge Geld. Da vorne liegt noch das Restgeld, das Sie verlangen für den Motor. Sie haben ja gesagt, vorher war ein schlechter Motor drin. Das Restgeld liegt da vorne. 6.000 Euro schon. Nochmal ganze 3.000. Oh weia, ist das viel Menge Kohle. Ich hoffe nur, der Truck hält. Wir haben einiges damit vor. Das wird ein anspruchsvolles Abenteuer. Keine Sorge, das ist die beste Karre, die ich je hatte. Oh, Gold suchen wollt ihr damit? Dann gebe ich euch noch ein bisschen Equipment. Das liegt hinten auf der Ladefläche. Ich müsste nochmal 3000 Euro machen. Was? Viel zu viel Geld? Nee. Na gut, dann eben nochmal 200. Geht auch. Auf geht's nach San Francisco. Aha, den habe ich schön Schrott verkauft und damit eine Menge Kohle eingezogen. Hab nicht gedacht, dass man so hoch handeln kann. Once upon a time in America, San Francisco area, Gold Rush. Aber unsere Goldsucher kamen nicht weit. Der Truck schaffte es nicht. Was wollen wir bloß machen? Die Geier kreisen schon. Ja, die denken, die können uns holen. Hey, schaut mal, da kommt Hilfe. Was suchen Sie hier? Was machen Sie hier? Entschuldigung, wir sind Goldsucher und unser Truck ist stehen geblieben. Wir wissen nicht, was das Problem ist. Wir haben Motorschaden oder so. Egal, Sie dürfen hier nicht stehen. Das hier ist ein Steinschlaggelände. Sofort hier weg. Okay, vielleicht können Sie uns mal helfen. Wollen wir mal gemeinsam gucken? Na gut. Mann, das sieht gar nicht gut aus. Ihr Motor ist geplatzt. Was? Der Motor ist geplatzt? Oh no. Das darf nicht wahr sein. Wir haben so viel Geld für die erste Reparatur schon bezahlt. Und jetzt brauchen wir noch eine zweite für 3000 Euro, habe ich gerade gebucht. Das war die günstigste. Da kann ich mein Feriengeld ausgeben. Okay, was machen wir bloß? Wir fahren weiter und wir gucken, ob wir Hilfe kriegen. Und ihr müsst erstmal hier bleiben, Jungs. Okay, Jungs, wir verschwinden hier. Wir können den Goldsuchern eh nicht helfen, außer dass wir einen Abschleppdienst anrufen. Hey, was ist das denn? Was kommt denn da angerast? Das gesehen, der ist viel zu schnell gefahren. Los, nix mir hinterher. Moment, das haben wir gleich. Tja, der ist euch wohl entwischt, Jungs. Früher aufstehen müsst ihr da. Hey, habt ihr sie noch alle? Man schießt nicht gleich auf Rennfahrer. Los, mach schnell auf den Dach. Okay. Fährst du hin? Du bist das doch! Du hast die
von hinten die Lenkung falsch. Und jetzt liegen wir hier drin und das ganze Rad ist ab. Bye, bye. Bye, bye. Ihr Bullen. Du kannst auch bye, bye von deiner Karre sagen. Selbst schuld. Das kommt davon. Was habt ihr davon, wenn ihr ihm hinterher fährt? Der kennt keinen Spaß. Und schießt. Man schießt nicht einfach so auf deinen Fahrer. Aber wir handeln im Namen des Gesetzes. Oh yeah! Die Bullen haben mich angerufen, ihr braucht Hilfe. Oh je, yeah, die sind in den Graben gestürzt. Ja, bei uns ist der Motor geplatzt. Wir müssen abgeschleppt werden. Haben Sie da vielleicht was für uns? Ah, okay. Na gut, das schaffe ich nicht hier mit meinem Pickup. Ich fahre zurück, wir holen den Peterbilt. Der ist stark genug, der kann euch auf die Ladefläche nehmen. Ich fahre zurück und komme zurück mit dem Truck. Okay. Oh, super, vielen Dank. Oh, ziemlich raus Gelände und hier haben sich die Goldsucher festgefahren. Oh weia. Okay, wir ziehen jetzt mit der Winde hoch.
Okay, bremse los, lass ihn einfach runterrollen. Okay. Die Engine ist vor. Played by the United States Marine Five-Man Drum Corps. Nachdem der Truck einen neuen Motor bekommen hat, können sie wieder weiterfahren, aber sie werden sich bald wieder festfahren. Aber sie werden bald ins Goldminengelände kommen und sie werden sich da bei erster Gelegenheit, um Gold zu finden, schon gleich wieder festfahren. Bis dahin wünsche ich ihnen viel Glück. Wieder festgefahren. Fürchte, wir müssen ausgraben. Eine Stunde gedauert. Wie lange geht denn noch? Also wie ich befürchte, noch ganze 3 Stunden. Oh no, der Kollege wartet schon am Fluss. Wir müssen es noch vor Sonnenuntergang schaffen. Sonnenuntergang ist genau in 3 Stunden. Ich habe ein gutes Gefühl. Los, wir versuchen es mal. Okay. In 2 Stunden ist Sonnenuntergang. Entweder ihr macht jetzt schnell oder wir vermasseln eine Verabredung. Das wird noch eine Weile dauern. Vielleicht noch über 3 Stunden. Wir müssen alle Sanddünen hier wegschippen. Und niemand weiß, wie viel und wie lange das dauert. Das sind mehrere hundert Kilometer. Los, wir versuchen es nochmal. Ja. Thank you.
untergegangen. Die Goldsucher haben es aber nach Mitternacht, 13 Stunden nach Mitternacht, geschafft anzukommen. Jetzt ihren Freund, der schon auf sie wartet, weil sie wissen nicht, dass er schon Party macht. Hey, hier hinten fliegt schon alles rum. Mach ein bisschen leiser. Wirst du leiser, wirst du heiser. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall fahr ruhiger. Ihr wollt mich doch nicht einfach hier den Hain verliefern, oder? Hey Jungs, holt unseren Kumpel, unseren Partyaffe. Ich baue mir hier ein Nachtlager. Wenn ihr ihn gefunden habt, dann holt mich hier ab. Ihr könnt ohne mich weiterfahren, mir wird es da ein bisschen zu wild. Weder Melli noch unseren Kumpel finden. Wo sind sie bloß? Bei unserem Kumpel kann ich mir vorstellen, dass er mal wieder auf einer Party ist, am Strand. Der Strand ist in 2 Kilometern. Die kann man laufen. Nun, Racefahrer? Nö, ich hab beim Militär studiert. Melli, hast du keine guten Augen mehr? Los umdrehen, wir müssen Melli einladen. Ich bin doch Fahrer, ich habe nur nach vorne geschaut. Du hast doch einen Heckspiegel! Oder nicht? Upsi, ja, ist mir, glaube ich, beim Fahren abgekracht, als wir die Klippe runter sind. Hey, was war denn das eben? Ja, kleiner Scherz. Mach dir nichts draus. Ja, da bist du. Wir haben dich schon überall gesucht. Ja, ja, das ist so gekommen. Ich bin hier vorbeigelaufen. Da kam was an. Ich weiß nicht, was es war, aber es sah wie ein riesiger Sandbrocken aus. Und der hat mich überschüttet. Er kam von der Klippe da oben. Man sieht auch, da sind Felsen locker. Sandfelsen, eher gesagt. Ich konnte mich nur mit Mühe ein bisschen befreien. Zum Glück hattet ihr die Schaufel dabei. Thank you.
fahren. Ich bin doch euer Freund. Ich wäre fast die Lawine runtergestürzt, die eben gegangen ist. Oh, Entschuldigung. Goldmine, da kann man sich Gold finden lassen. Vielleicht ist da ja ein kleiner Fluss, der vom Meer hier reinführt. Es sieht hier sehr gut aus. Man kann hier Gold finden. Ich glaube, ich bin auf eine Goldader gestoßen. Oh yeah, fantastisch. Wir haben Gold, wir sind reich. Hey, da sind drei Riesen damit. Los, lass uns hier graben, okay. Warum ist da nichts? Du wirst doch schon noch was finden. Was ist das? Gold! Gold! Ein richtiges Goldnugget. Riesennuggets, das ist ja cool. Noch mehr, da. Los, schnell, weitergraben. So, nix wie weg hier. Was ist das? Verdammte Raptoren, gib Gas! Gibt's Raptoren überhaupt noch? Ja, wie du siehst. Los, hau ihn mit der Schaufel auf den Kopf. Aber jetzt müssen wir noch das Outer Rim durchqueren. Hey, what's up? Ach,
Wenn du die Goldsucher ausfliegst und mir sagst, was sie machen, und mir die Handschellen löst, gibt's 4.000 Euro dafür. Na gut, das wäre ein Deal. Ich kann mir nämlich die Jahresnachprüfung für das Flugzeug nicht leisten. Ausnahmsweise, aber du sprichst mit niemandem darüber. Na gut. Wollen wir es mal so machen? 5.000 Euro und ich darf es einem meiner Kumpels noch erzählen? Na? Wozu willst du das denn deinen Kumpels erzählen? Wo ist denn da der Sinn? Das geht dich mal gar nichts an. Los, mach die Handschellen auf. Gut, dann komm mit in die Werkstatt und dann machen wir das und dann steigst du ein. Dann können wir gleich losfliegen. Toll. Okay. Ein verdächtiges Flugzeug hat uns ausspioniert und wir haben den Truck voller Gold. Es wäre gut, wenn ihr uns entgegenkommt und uns Begleitschutz gibt. Okay. In 2 Minuten da. Ja, wir fahren gleich ins Auto. Okay, wir beeilen uns. Wir nehmen den Porsche. So, ihr habt alle gehört. Der Goldsucher-Truck fährt gleich durchs Outer Rim. Er bittet um Begleitschutz. Simon, du hast doch den Schlüssel. Ja, Porsche-Schlüssel. Ja, Moment, wo ist der denn? Keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Ich habe ihn irgendwie verlegt. Tut mir leid. Oh, du bist echt so nix Nutze, Simon. Los, Jungs, wir nehmen das Team B und wir fahren einfach mit dem Jeep. Der braucht ein bisschen länger, aber das geht schon auch aus. Alles rein, 4 Mann rein. Okay. Und du, Simon, du bleibst hier. Und du kannst Kehrmaschine fahren. So, Simon. Und du fährst als Strafe für deinen Rest, dem heutigen Tag, Kehrmaschine für deine Arbeit, für dein schlechtes Benehmen. Ich würde eher sagen, er fährt Kehrmaschine für den Rest seiner Dienstzeit. Ja, gut. Immer ich. Ich muss immer alles ausbaden. Wo könnte ich denn bloß den Schlüssel nur hingelegt haben? Wir haben das wahrscheinlich bemerkt. Du hast viel zu viel Krach gemacht. Was kann ich dafür? Ein Flugzeug macht einfach so viel Krach. Kannst du nicht ein bisschen weiter oben fliegen? Du hast mir doch gesagt, ich soll so tief runter, damit du was siehst. Ja, egal. Auf jeden Fall. Schließ jetzt mal deine Augen. Na gut. Zum Glück hatte ich noch die Handschellen dabei. Was ist das denn? Das darf nicht wahr sein. Was machst du da? Tschüss. Das hast du verdient. Tschüss, bis bald. Die Bauern lassen immer ihre Schlüssel stecken in ihren Pickups. Muss ich an Amerika denken, wo ich mal im Knast war. Ist die viele Pickups da haben. Aber jetzt zack, zack, rein da. Ich bereite eine Sprengfalle vor. Ich habe ja gesehen, wie die Goldsucher mit dem Gold ins Outer Rim gefahren sind. Da werden sie in die Luft gehen. Und ich werde Rache an ihnen spüren. Umgekehrt. Sie werden Rache an mir spüren. Das ist doch Johnny Evil. Er hat Dynamit in der Hand. Ein guter Platz. Hier bereite ich meine Sprengfalle vor.
Wir verlieren was von dem Gold. Fahr nicht so wild. Ah, da ist unser Begleitschutz. Ah, Polizei. Ich hab's mir gedacht. Muss ich die zuerst ausschalten? Dann lasse ich ihnen die Bullen in die Sprengfalle fahren. Oh nein, was war das? Mist. Ah, mein Plan hat nicht geklappt. Ach, noch so erschüttert. Aber dafür hole ich mir die jetzt. Das Gold und rausch damit ab. Die sind ja jetzt so betäubt. Und ich entführe sie dann ins Outer Rim. Ups. Los, alle Mann, raus da. Der Truck gehört mir. Raus da, schneller! So, wir hauen jetzt zusammen ab. Keine Späßchen, sonst knallt's. Los, schneller, mach doch schon! Ah, ich hab mein Funkgerät noch. Ich kann die Polizei helfen. Ich kann Hilfe rufen. Sofort Krankenwagen, Polizeiverstärkung. Johnny Evil hat den Jeep gesprengt und ist mit unserem Goldtruck abgehauen. Heute zeige ich euch die absolute Unterwasser-Dino-Aktion. Die Forscher wollen eigentlich nur ein T-Rex fangen. Aber was stößt ihnen da in Wasser zu? Sie glauben, es wäre ein Wassersaurier, aber ein Pflanzenfresser, der eigentlich nur Fische frisst. Aber was erwartet sie da denn? Bis gleich. Ich glaube, wir müssen mal los, sonst kommen wir zu spät an im Dschungel. Ja, das glaube ich auch. Okay, dann steig mal ein. Gut, mache ich. Unsere Dino-Forscher haben sich leider verfahren. Sie müssen einen anderen Weg finden. Aber sie sind jetzt nicht in Südkanabien. Boah, du fährst zu schnell über raues Gelände, du Raudi. Hey Mann, wartet auf mich.
Dann schauen wir mal. Parasaurolophus. Wir können weiterfahren. Nicht weit entfernt hat Johnny Evil mit dem Gold auf dem gekidnappten Truck den großen See erreicht. Meine Schmugglerkollegen. Wo bleiben die mit ihrem Schmugglerboot? Ich weiß Gott, hier so schnell wie möglich wird schaffen, dass die Bullen mich nicht mehr bemerken. Wo bleiben die? Mist. Dreck. Zufällig kommt der Rio 6x6 vorbei, genau an dieselbe Stelle, weil sie da ihren T-Rex und Meerestiere beobachten wollen. Bis gleich. Und Johnny Evil hat seine Pistole leider verloren. Mal sehen, wovon das kommt. Doch da gibt es noch etwas anderes. Am Grunde des Sees schlummert eine tödliche Gefahr. Ah, da sind sie ja endlich mit dem Boot. Jack und Jones, Wilderer und Schmuggler. Hey, ganz nach meinem Geschmack. Hey, vielleicht kann ich mein Gold wegbringen und mein Boss wird mich nicht feuern. Aber man kann ihnen nicht trauen. Ah, wo ist eigentlich meine Pistole? Mist, ich habe sie verloren. Klar bei dir? Wo ist das Gold? Los, Fahrer, fahr da rückwärts ins Wasser, dass wir das Gold umladen können. Okay, okay, kein Stress, Mann. Red schon. Hey Mann! Pass auf, du Idiot! Nicht das Boot beschädigen! Oh, sorry. Los, Männer, umladen! Und du kannst uns mal ein bisschen helfen, Fahrer! Und nicht alles beschädigen und nur fahren! Ich werde für euch so viele schöne Nuggets
Los, pack dich an. Sollte für die erste Ladung genügen. Ey, was ist das für ein Vieh? Habt ihr das gesehen? Irgendeine scheiß Urechse. Gib mir meine Knarre. Raus, gib mir mein Gewehr. Haha, das Vieh kommt so schnell nicht wieder. War schon seltsam, was hier so rumschwirrt in dem See. Wir sollten besser verschwinden. Komisches Vieh. Das gibt's doch überhaupt nicht. Lass uns hier verschwinden. Ich krieg den Motor nicht an. Schnell lass uns abhauen. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind angekommen an dem prähistorischen See. Da vorne ist der See. Aber was ist das? Wir sind nicht die Einzigen. Also was seltsam. Hey, das ist doch Johnny Evil. Was geht da vor? Ich hab Johnny Evil endlich überwältigt. Geht's ihm gut? Ah, schon in Ordnung. Alles klar, kein Problem. Gut. Ihr habt mich befreit. Das ist gut. So, Johnny, fertig für heute. Los, rein mit dir. Oh, ey, ja. Ich will aber nicht in den Knast. Johnny Evil. Aber da, die Ganoven kommen mit dem Gold. Ich hab's auf Kamera. Habe ich alles auf Video. Wir können sie identifizieren.
Dieses Seeungeheuer hat das Boot umgeworfen. Und die Männer vertilgt. Ich hab's auf Video. Riesige Seeungeheuer, wahrscheinlich Mosasaurier. Der See ist nicht mehr sicher. Wir können auch hier nicht weiterarbeiten. Der See ist nicht sicher, wir können hier nicht weiterarbeiten. Ich gebe einen Funkspruch ab, die sollen den Bomber schicken, um das Vieh zu vertreiben. Ja, wir haben einen Bomber bereit gemacht. Gerade neu aufgepumpt. Die Bombe hängt dran. Wir können ihn starten lassen, um das Ungetüm auszuschalten. So, der Flieger wäre neu aufgemotzt und die Bombe hängt dran. Gut, jetzt dürfte uns eigentlich nichts mehr davon abhalten, unserem Baby. Na gut, dann fliege ich mal mit meinem Baby los und schalte dieses Ungetüm aus. Port clear! Okay, alle weg, er startet sein Propeller. Unfair. Ich bin unbewaffnet. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe an der ganzen Sache nichts zu tun. Ja, schon klar, Johnny. Du hast immer nichts zu tun mit irgendwas.
Endlich bin ich auf meinem Testgelände angekommen. Mal sehen, wo Johnny Evil sich schon wieder rumtreibt. Wo bleibt Johnny Evil wohl? Mit Johnson Jones, die das Gold wegbringen wollten. Und zu mir. Johnny Evil muss bald kommen. Wenn er nicht bald kommt, dann wird er wohl aus der Gang geschmissen. Ich will ihm mein neues Exemplar zeigen und endlich bin ich auf dem Testgelände angekommen. Jetzt ist die Klappe runter. Cool, die Bank wird als nächstes ausgeraubt. Ich kommandiere meinen Rover zurück. Haha, aber gleichzeitig habe ich noch meinen Super Rover gebaut. Zu meinem kleinen Insekt, das superste Fluchtfahrzeug. Entschuldigung, was ich mich versprochen habe. Ja, und das ist das prima Fluchtfahrzeug. Nicht so stürmisch. Noch sind wir noch nicht auf der Flucht. Ja, sorry, Mann.
Martin, wir haben Johnny Evil. Was zum... Ihr habt Johnny Evil. Wie sollt ihr den gefangen haben? Erzählt mir alles in der Polizeistation von Nahem. Ja, okay, er ist hinten im Käfig, holt ihn euch. Okay. Ja, schnell rein mit dir, Evil. Für dich ist der Tag vorbei. Und für uns bedeutet das, jetzt wo Evil gefangen ist, können wir alle mal... Donuts essen. Genau, ich lade euch ein zum Feiern. Danke. Und ich lade euch ein zum Donut futtern. So, Evil, rein mit dir. Das war's jetzt mal. So, Evil, rein mit dir. Nein, ich will nicht. So. Tschüss, Evil. Bis heute Mittag. Und du bekommst sicher kein Donut. Und ich weiß, wer noch keinen Donut kriegt. Simon, der muss ihn bewachen. Der darf nicht mit, während die ganze Polizeibelegschaft zum Donut-Futtern losfährt. Alle Mann in den Pickup. Oh ja. Und los geht's. Ich darf nicht mit Donuts essen, aber ich muss Johnny Evil bewachen. Diesmal bewache ich ihn richtig. Diesmal wird nichts passieren. Dann kann ich das nächste Mal auch mit Donuts essen. Das hat wehgetan, mein Kopf, mein Steißbein. Oh, holt mich zurück. Und los. Mach ein bisschen schneller, Martin. Geht das in Ordnung? Okay, kommt alle rein. Wartet auf mich. Und jetzt bin ich der Letzte von der Schlange, oder wie? Oh, warum bin ich der Letzte? Doof. Lecker Donuts. So viel Auswahl. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Ich nehme mich nur. Oh oh, das sieht nach Ärger aus. Hey Freundchen, wir sind zurück. Ich glaube, wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Ja, ja, mein Freundchen. Gleich bekommst du eine auf die Birne. Genau, Mann. Du hast uns den Truck als neu verkauft. Und der Motor ist gleich verreckt. Und dann hatten wir noch viel mehr Probleme. Hier, nimm das. Aber jetzt geht's mir gleich schon viel besser. Ja, raus. Aber Melly glaube ich doch nicht. Oh Jungs, seid nicht so grob mit ihm. Er hat es nicht anders verdient. Na gut, dann gebe ich ihm auch noch mal eine. Und das ganze Gold ist auch weg. Haha, vom Kran aus habe ich einen super Überblick. Von da kann ich meinen Insektenwurfer super fernsteuern zur Gefängniszelle. Die werden sich noch wundern. Los, kleiner Insektenwurfer, du kannst jetzt loslaufen.
Ganz schön langweilig hier. Alle anderen sind Donuts futtern. Und ich muss alleine den Knast bewachen. Und ich habe nicht meine Pistole. Aber ich habe den Schlüssel. Na gut. Oh, was ist denn das da hinten? Das läuft ja genau auf mich zu. Was ist denn das? Hallo? Hallo, kleiner Käfer? Au! Das Ding hat den Schlüssel. Was hat es bloß vor? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Haha, der Insektenwurm war von Dr. Black. Dr. Black lässt mich nicht im Stich. Haha, jetzt kann ich mich befreien. Ich kann mir selber aufschließen. Los, Simon, hier, lass das du davon. Hier, Johnny, du bekommst ein paar Bremsklötze. Ich hab dich rausgeholt, also machst doch was für mich. Überfall jetzt erstmal eine Bank. Ich geb dir die Bremsklötze. Hau dem Wachmann erstmal einen auf die Birne. Okay, wird gemacht, Boss Dr. Black. So, es wird Zeit, dass ich mein anderes Fluchtfahrzeug hole. Los, Joe. Fahr zu meiner Basis und hol den 6x6 Rover. Wir treffen uns dann bei der Bank. Alles klar, Boss. Wird gemacht. Und du weißt, du hast den Führerschein verloren. Also hol einen anderen Komplizen, Mensch. Meine Kleine, wie geht's dir denn heute? Ja, ich sehe einen Mann mit roten Bremsklötzen. Au. Entschuldigung. Nochmals Entschuldigung. Oh, das ist ja Johnny Evil. Oh. Hehe, jetzt hätte ich den auch erstmal weg. Und ihr da geht bitte auch weg. Mami, 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 Mami. Audi, was hast du mit meiner Tochter gemacht? Hier, hast du noch eine Erinnerung von mir? Wo bleibt Dr. Black? Los, schnell, Kiste rauf und aufsteigen. Hier ist dein Gold. Gut, Johnny, bring's hoch. Voll schwer, dein Gold, Dr. Black. Ja, ja, ist auch deine Belohnung. Ja, und da habe ich noch was für dich. So, und jetzt bleib mal da stehen, Evil. Jetzt habe ich Johnny Evil eingesperrt und ich bekomme noch Lösegeld für ihn. Johnny Evil, du bleibst da jetzt für 3 Monate drin. Hey, du hast mich gar nicht belohnt. So war Dr. Black. Ich bin nie mehr dein Komplize. Und ich will kein Lösegeld für mich. Und ich will dir auch nicht noch mehr Lösegeld geben. Ich habe gerade meine Bank für dich ausgeraubt. Feigling, Feigling, drauf reingefallen, drauf reingefallen.
Teil der Reise von meiner geheimen Basis in Jurassic World. Ich funk jetzt die Polizei an wegen dem Lösegeld. Ha, und ich versteck das Gold, wo es keiner vermutet, im Raptor-Käfig. Gold. Ah, da unten sind die Raptoren, da traut sich keiner mehr dran. Ich muss noch über den Kreuzgang, dann kann ich das Gold in der Mittelsäule versenken. Hoffentlich ist das Gold nicht zu schwer. Was ist das? Ups, da ist sowas schiefgegangen. Oh oh. Naja, dann kann ich mir jetzt ja das Lösegeld holen für Johnny. Haha, nichts wie in die geheime Basis. Kurze Zeit später in Jack City. Okay, Simon, da musst du dir jetzt mal eine richtige Erklärung einfallen lassen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich glaub's nicht. Ich kann nichts dazu, Boss. Tut mir leid. Ihm hat mich überfallen, ein Insekt. Ein Insektenläufer. Ja, es ist gerade ein Anruf reingekommen. Die Nummer A176 Dr. Black. Er will 10.000 Euro von Johnny Evil. Ja, Johnny Evil. Er will Lösegeld haben. Na, das wird ja immer schöner. Darüber kann ich jetzt nicht entscheiden. Da müssen wir Jack rufen, den Bürgermeister. Also, was ist hier los, Sascha? Na gut, das kann ich dir sagen. Leider ist Johnny Evil ausgebüxt. Wir hatten ein Problem. Ja, Simon wurde überwältigt. Und jetzt gibt es eine Lösegeldforderung. 10.000 Euro sind zu zahlen. Wir denken uns einfach, dass du die zahlst, Jack. Wenn du Johnny Evil haben willst. Ich denke mir nicht einfach, dass ihr den zahlt, weil ihr den Klamassel habt. Und Simon kann euch das ganze Geld zahlen. Simon muss das machen. Simon hat überhaupt keine Kohle. Das kann der Simon niemals zahlen. Egal, lass den Simon zahlen. Er hat's eingebrockt. Oder nee, ich hab ne Idee, wie er das macht. Mach du das, Sascha. Ich? Du hast die ganze Kohle. Wie soll ich denn? Ah ja, du hast die ganze Kohle. Du willst mich sogar schon vergackeiern. Du hast die ganze Kohle. Also bezahl, ist dein Schuld. Los, mach du das. Du bist die Polizei. Ich bin der Bürgermeister. Okay, wir kümmern uns drum. Ja, ich habe schon eine Idee. Danke. Ich regle das mit meinen Leuten. Okay, ihr Lieben. Freiwillige vor. Wir stürmen die geheime Basis von diesem Dr. Black. Ich glaube, ich weiß, ich habe mal gehört von einem Informanten, die ist in diesem Jurassic World irgendwo versteckt. Also, meldet euch, wer geht mit, wir stürmen ihn, damit ich nicht die Lösegeldzahlung leisten muss. Nö, kannst du schön allein machen. Nö, ich will nicht. Nö, ich auch nicht.
Na super, na super Team. Ihr seid ja eine super Einsatzgruppe hier. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das Militär zu rufen. Los, Pia, ruf mal das Heer an, ob die uns einen Panzer schicken können. Haben wir schon. Wir haben nur einen Leopard einsatzbereit. Aber der springt leider nicht an. Das gibt's doch überhaupt nicht. Es ist ja nicht zu fassen. Unser eigenes Heer ist nicht einsatzbereit. Na gut, dann frage ich die Russen. Die werden es machen. Geh da rein. Nö, ich hab keine Nase an der Jagd. So geht's einfacher. Los, rein da. Mach doch. Ein Knast. Nee, lass mich das mal machen. So, jetzt noch das Schloss schließen. Alles klar, gute Arbeit, Jungs. Ja, wir haben die Wilderer unter Dach und Fach gebracht. Ja, okay, jetzt können wir nur hoffen, dass es den Nashörnern besser geht. Okay, Jungs, dann können wir wieder zurückfahren in die Savanne Afrikas. Okay, macht's gut und viel Glück mit den anderen Tieren auch. Sascha, ich konnte den Anruf zurückverfolgen. Ja, Pia, was gibt's? Ja, ich habe gute Nachrichten. Ich habe die GPS-Daten zurückverfolgt. Sie kommen aus dem alten Dschungel, beim Jurassic Park. Aber da gibt es so ein paar Probleme. Auf uns warten ein paar Triceratops, Weibchen und Männchen und Kinder. Deshalb dürfte es ein kleines Problem geben, da vorbeizukommen, weil die sehr aggressiv werden können. Ich sag den Russen Bescheid, die regeln das für uns. Okay. Wir müssen uns um nichts kümmern. Okay. Hey Sonja, was gibt denn das? Runter von meinem Auto. Och Mensch, Sascha, lass mir doch ein bisschen Freude. Okay, Commander, ihr habt die GPS-Daten bekommen. Holt mir den Johnny raus und nicht gleich schießen. Wir brauchen alle lebend. Habt ihr das verstanden? Wir machen das auf unserer Reise. Oh nein, ihr müsst echt euch Mühe geben und nicht gleich alles zusammenschießen. Ist uns egal. Ey, Brüderchen, was macht der Neger auf deinem Quad? Das ist überhaupt nicht fair. Ich werde schon wieder gedisst hier. Aufsitzen, Männer. Los geht's. Okay. Polizist, mach, dass du hier verschwindest. Gleich wird's laut. Vorne ist es. Feuer! Ja.
Da ist Evil. Zurücktreten. Ich schieße die Tür auf. Los, Evil, in den Käfig. Keine Mützchen. Ich will aber nicht. Ich bin nicht der Evil. Ich bin nicht der Evil. Ich bin ein ganz normales kleines Mädchen. Ich bin kein Verbrecher. Fresse halten. Ich glaube, du spinnst. Los in den Käfig. Nö. Ich will nicht in den Käfig. So, das hast du von deinen dummen Plätzchen. Einmal nicht aufgepasst und du liegst. Und jetzt mitkommen, ab in den Käfig mit dir. Rein da. Aua, das war mein Steißbein. Ah, so war Käfig, der hängt ja. War für Johnny Evil umso schlechter. Und warum verliere ich andauernd meine Knarre? Ist die mir etwa zu schwer? Ich bin ein Russe. Ich bin ein Russe. Mir ist nichts zu schwer. Los, los. Fahr doch mal los, du Esel. Wie sieht's aus? Habt ihr Evil? Oh ja, wir haben ihn geholt. Leider haben wir seine Komplize nicht gefunden oder der seinen Entführer. Wir sind Russen, wir regeln das. Los, Evil, raus da. Du kommst hier in den Knast. Lass mich hier raus, ich bin unschuldig. Klar, Evil, du bist wie immer unschuldig. Los, raus da und hoch in den Knast, du kennst dich aus. Los, Evil, schneller. Los, mach jetzt! Sonst werde ich stinkig. Na, Böschchen, da bist du ja wieder. Los, mach jetzt! So. So geht's allen, die das Gesetz brechen. So, Sascha, was ist mit unserer Belohnung? Ja klar, wie versprochen. Fahrt zum Supermarkt, da steht das Fass Wodka für euch bereit. Wie versprochen. Yeah! Sudo, ich hab da was für euch besorgt in meinem Schmuggelschiff. Ich hab hier ein Fass Wodka. Ihr seht so aus, Jungs, als wäre das für euch. Alles auch für uns. Und jetzt her mit dem Zeug. Ich will heute Abend Watchdow trinken. Oh. Ja, lasst uns ein bisschen Wässerchen trinken. Los, laden wir es auf. Okay.
Sehr gut, da kommen die Genossen mit den Wässerchen. Das wird ein Spaß heute Abend. Fahrer von Dr. Black, der Assistent, der ihm ein bisschen geholfen hat. Dr. Black hat aber kurz vor seinem Erlebnis mit vielen Dinos, wo er zu Moos getrampelt worden ist, erzählt, mein Assistent ist nicht besser als ich. Aber dieser Assistent hat jetzt ein Riesenproblem mit den Russen, weil sie wollen noch ein Glas Watchkau. Und dafür hat Sascha gesagt, der war auch sehr genervt, dass sie nicht den Assistent von Dr. Black gleich mitgeholt haben. Sie sollen ihn nochmal fangen gehen. Und der Assistent wollte ja dann das Lösegeld sammeln. Auch wenn er unter schweren Bedrängnis war. Bis gleich. Ich flüchte mit dem Motorrad. Und zwar schnell. Wir schicken einen Kampfroboter.